Immer wieder Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Herzlich willkommen zu einem Video wieder draußen in der Natur. Herzlich willkommen, einfach zu herzlich willkommen. Wieder 11 Minuten fast. Ich wollte das eben teilen. Im letzten Video habe ich das schon gesagt, aber jetzt sind wir bei 10 Minuten 59. Eine Sekunde würde mir da fehlen. Ja, kann man jetzt nichts machen, aber die Timing war eigentlich gut auf 11 Minuten. Ja, was geht da unten ab? Da fährt einer mit dem Boot. 2, 3, bisschen Motorboot rennen oder was, ich weiß es doch nicht. Halt gibt mal, glaube ich, ein bisschen mehr Laberei in diesem Video. Bei dem letzten Mal, da musste ich mich erstmal ein bisschen rantasten, an Cut zu schneiden. An Cut zu schneiden, hat ein Schwachsinn. Da fängt es schon an. An Cut zu drehen, Simon. Ja, das ist nicht einfach, wenn lauter die Kamera läuft auf eine. Gell? Also, ich probiere alles und gebe mein Bestes. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich das Stativ ein bisschen halte. Das wackelt zwar ein bisschen, aber ich krieg das schon auf die Reihe mit dem Fokus. Das ist mal was ganz anderes, gell? Ich das so halte. Ja, ist alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Ein bisschen gehen wir noch. Gucke ich mal, was mir noch einfällt, was ich noch sage. Ja, wer da ist, naja, kurz vor mir wieder wohl. Jetzt mal ging noch nachts die Sirene, schwerer Brand in Dreis. Ich guck darüber, irgendwas knallt da. Hohe Flammen aus Feuerwehr überall, aus alle Ecke kamen die her, Feuerwehr. Und was war? Wir wussten es nicht an dem Abend. Zwar hat eine Busfirma gebrannt, 3 Busse ausgebrannt, war wohl Brandstiftung. In den Dreis hat ja schon mal der Röhre gebrannt, also ich weiß, wie das aussieht, wenn in den Dreis heftig brennt. Ich dachte, oho. Hoffentlich nicht schon wieder der Röhrisch Baumarkt. Hoffentlich nicht der Edeka. Hoffentlich kein Haus. Keine Ahnung. Also war ich schon krass. Und dann hat sich das auch wieder beruhigt. Die ganze Lage. Und dann einen Tag später oder so hat Björn mir geschrieben. Nochmal danke dich. Dass der Bus ausgebrannt ist. Ja. Was soll man dazu sagen? Ja. Hoffentlich finden sie ihn. Eieiei. Auf jeden Fall hat man das 2 Kilometer gehört knallen. War ja schon krass. So, wir gehen hier der Weg wieder rüber. Das heißt wieder, hier waren wir da gar nicht rüber, glaube ich. Blick schön darunter, die habe ich mir übrigens geschnitten. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich habe nicht mit Haaren irgendwie. Ich habe mir die jetzt ein bisschen gestylt vorne, die Haare. Ja. Auf jeden Fall die langen, die passen mir nicht. Die fällt mir nicht. Ich komme damit nicht klar, ich weiß es auch nicht. Das kommt bei mir nicht. Sonst ziehe ich aber auch immer gerne Kappe an. Ja. Was hat hier? Was hat für ein Blumen? Sieht aber auch geil aus. Könnten wir aber mal fotografieren. Ja, aber nice. Ja, holen wir mal drauf. Ich gucke ein Display, warum. Die Blumen holen wir jetzt mal drauf.
Ja, auch das gehört dazu, gell? Kamera hinstellen, vorgehen, zurückgehen. Aber so macht das irgendwie Spaß. Ich weiß nicht, wie fällt euch das Format denn hier? Ich muss immer was Neues ausprobieren. Das hat jetzt nichts mit Faulheit zu tun, dass ich keinen Bock habe zu schneiden. Weil ich mache ja noch cinematische Aufnahmen hier rein. Das heißt, ich muss ja ein bisschen was machen. Aber ohne Schnitt natürlich. Ja, ich will das einfach mal ausprobieren. So lernt man das Vloggen nochmal ganz neu kennen. Kann die Kamera einfach laufen lassen, ein bisschen reden. Ist gar nicht mal so schlecht. Apropos Speicher. Da habe ich euch einen Blogbeitrag geschrieben. Besser gesagt Community-Beitrag. Leider habe ich noch keine Antwort gekriegt. Da könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr die Speicherkarte empfehlen würdet. Ob da noch was anderes gibt. Mir hat da noch keiner geschrieben. Ich will mir die jetzt bestellen. Wäre echt nice, wenn er da mal reingucken würde in der Community-Beitrag und auf meinem Blog. Neue Speicherkarte. Ob ich mir die holen soll für den Kanal. Weil wir brauchen unbedingt eine. Ich habe jetzt hier die Kamera um mich gestellt. Die filmt jetzt eine doppelte, dreifache von dem Speicher her. Ich glaube, die Qualität ist jetzt ein bisschen anders. Natürlich runtergesetzt, aber nicht schlecht. Das glaube ich nicht. Nur runtergesetzt. Alles ein Versuch hier. Da ist übrigens das Weitwinkelobjektiv drauf mit der Canon. Jetzt muss ich gucken. 760D. Und das Weitwinkelobjektiv 10 bis 18 mm. Ja, die Einstellungen müssten normal okay sein. Kann er da ein bisschen ranzoomen. Je nachdem halt. Gell. Apropos Objektiv, Kamera. Der Frank hat ein schönes Video gemacht. Müsst ihr unten mal reingucken. Franks Vlogs. Sehr geiles Teil hat er sich da gekauft. Das Brennweite 22 mm. Sehr, sehr nice. So, was ist hier jetzt im Spuren? Ach, hier kam immer runter. Stimmt. Man guckt lauter vorne in die Kamera. Von der Welt sieht es ja gar nichts mehr. Oder ich muss einfach gehen und reden und die Kamera so halten. Ich weiß es nicht. Eieiei, habe ich mir das ein Katastrophenvideo. Ich muss selber sehen, wie mir da die fällt. Von daher, so 8 Minuten 10 ist jetzt dran. Jetzt mache ich euch noch ein paar schöne Aufnahmen. Was ist denn hier noch? Im Moment gar nichts mehr. Der Blick zurück. Mache euch noch ein paar Aufnahmen rein. Dann verabschieden wir uns gleich. Aber noch nicht abschalten. Ja, komm, wir gucken mal hier runter. Auf dem Weg zurück. Dann wird das Video fertig gemacht. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich hoffe, es kommt gut an. Ich werde das demnächst mal ausprobieren. Gleich ist die Kamera aus. Die lasse ich jetzt ausgehen. Kann sein, dass einmal Ende ist. Das Video sag schon mal goodbye. Macht's gut. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für das Abonnieren, dass du abonniert hast. Vielen Dank. Freut mich sehr. Und bis im nächsten Video. Jetzt gucke ich mal, wie lange das noch läuft. Müsste zwar gleich zu Ende sein. Schöne Grüße von der Mosel. Schreibt fleißig in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und habt noch schöne Pfingsten heute. Den Montag noch schön genießen. Ja. Wenn ihr Themen habt, schreibt mir in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren. Ja, gleich das Ende 59, 51. Aber schön war es, hat mir gut gefallen heute. Hat mir sehr gut gefallen. Mal gucken, wie das Video mir gefällt. So 10 Minuten. Naja, ich wollte auf 11 Minuten gehen, stimmt. Weil da die Trennung war. Ja, müssen wir noch ein bisschen reden. Ja? Ich verabschiede mich schon, sind die Leute schon abgeschaltet. Ach Leute, macht's gut. Das sind mir schöne Blumen, muss ich noch fotografieren irgendwann mal für meinen Blog. Im Blog sind immer schöne Fotos drin. Die mache ich immer für euch mit. Von den Reisen und Erlebnissen auf Google Maps haben wir neue Einträge gemacht. Läuft. So, gleich haben wir es geschafft. Wer jetzt noch dran ist, kann man einen Hashtag reinsetzen. Ich werde unten verlinken. Also reinsetzen im Video. Sonnabendmorgen hieß das eine ja damals. Naja. So, gleich haben wir es. Der Kameramann steif. Der Arm steif. So Leute, macht's gut. Das war's jetzt aber. Schöne Grüße von der Mosel.
läuft weiter, egal. Ja, doch 11. Es läuft unendlich. So, ich schalte jetzt selber ab hier. Keine Ahnung, wie lange das noch läuft. Nochmal soll das Ende sein. Steht 0. Müsste jetzt jeder Moment zu Ende sein. Macht's gut, Leute. Ciao und danke.